Dirtyurse grüßt meine Freunde des gepflegten Ego-Shooters Schießboards und präsentiert euch heute ein Herrschaftsmatch auf Stadium. Mit dabei meiner AK-47 mit den Dual-Max und in Pongee Gold. Als Extras habe ich dabei Flag Jacket Pro, Flinkheit Pro und Marathon Pro. Die Öffnung ist heute ausgeblieben, aber heute mal etwas anders als meine Abschlussserien, die ich vorher hatte. Und zwar auf der 4 die Konterdrohne, auf der 5 den Napalm-Angriff und auf der 8 den Blackbird. Zunächst möchte ich mich aber mal bei zwei Leuten bedanken, die mich hier unterstützt haben. Und zwar einmal bei Marv Designs, der sich um mein neues Intro gekümmert hat. Bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Großes Dankeschön an dich. Guck bei seinem Kanal vorbei, guck, was er dort macht. Den Link davon findet ihr in der Videobeschreibung. Nochmal herzlichen Dank, Marv Designs. Des Weiteren bedanke ich mich bei Jamaican Beats, der für die Musik hier in diesem Intro sorgt. Hiermit auch ein großes Dankeschön. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Guckt auf den Kanal, was die beiden so treiben. Vielen Dank an euch beiden. Wie gesagt, hier auf Stadium spiele ich ein Herrschaftsmatch. Mir gefällt die Karte sehr gut. Sie ist relativ übersichtlich gehalten, nicht so groß und zeugt quasi dementsprechend auch sofort für Action. Die Action bleibt aber relativ groß aus hier in dem Gameplay. Wieder eine Bezeichnung oder bezeichnend dafür, dass manche Leute sich nicht darum kümmern, irgendwelche Flaggen einzunehmen, sondern sich zum Beispiel hier auf Stadium oben auf dem Balkon balkonieren und irgendwas anderes machen. Worauf will ich damit hinaus? Die Frage an euch, brauche ich Skill, brauche ich spielerische Fähigkeiten, um mich irgendwo so zu positionieren und auf den anderen Leuten herabzusehen, auf die Gegner herabzusehen und diese einfach wegzuballern? Brauche ich dafür spielerische Fähigkeiten? Ich sage nein. Es machen auch Leute, viele Ghost-Leute, die Ghost benutzen, halten sich an Plätzen der Karte auf, die in keinem Bezug stehen zu dem eigentlichen Spielmodus. Oder zum Beispiel an irgendeiner Flagge in einer Ecke sitzen und darauf warten, dass mal einer vorbeikommt. Derjenige könnte natürlich sagen, ja, ich habe Objective gespielt, ich habe ja verteidigt. Aber so leicht ist die ganze Sache nicht. Wenn ich in einer Ecke mich befinde oder immer an dem gleichen Platz oder mich immer oder immer diese Stelle immer und immer wieder aufsuche, nennt man das auch Campen. So, diese Leute haben spielerisch meistens nicht so viel drauf. Manche von denen laufen wahrscheinlich auch bei Super Mario nach links. Aber brauche ich dafür spielerische Fähigkeiten? Was verlangt es mir ab, an einer Position zu stehen, zu liegen oder wie auch immer rumzugammeln? Was verlangt es mir spielerisch ab? Ich sage, nicht viel. Und dann komme ich auf einen anderen Punkt. Vielleicht diejenigen, die hier dieses Dirty Objective Game machen wollten, mir es zeigen wollten, die richtig heiß waren, hör mal, ich will in diese Freundesliste. Den Leuten habe ich quasi diese Kills ausgeblendet, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Die Leute haben sich komplett auf den Spielmodus eingestellt, haben sich darauf konzentriert, dieses Spiel zu gewinnen, haben sich darauf konzentriert, die Flaggen zu erobern. Und die KD, das kann ich euch mit Sicherheit zu 100% sagen, die war völlig egal. Okay, bei dem einen oder anderen nicht, das hat man gemerkt, aber bei den meisten war es so, dass sie die Kills oder die KD völlig ausgeblendet haben. Was heißt das auch für eure Zukunft? Indem ihr Objective spielt, wird automatisch eure spielerischen Fähigkeiten verbessert. Warum? Weil ihr euch Spielsituationen entgegenblickt oder seht oder euch darin befindet, die viel mehr von euch abverlangen. Das heißt, in den Action-Zonen müsst ihr quasi auch automatisch damit rechnen, dass ihr viel mehr Death bekommt. Aber das ist im Endeffekt egal. Ihr konzentriert euch darauf, Flaggen zu erobern. Das heißt, auf lange Sicht werdet ihr euch spielerisch weiterentwickeln, als im Gegensatz zu denjenigen Spielern, die sich darauf konzentrieren, zu balkonieren, zu tamponieren oder sich an irgendwelchen Ecken aufhalten, die euch dazu aufregen oder die euch aufregen, dass ihr zu ihm sagt, das ist ein Camper. Ja, das ist wahrscheinlich euch noch gar nicht so bewusst geworden. Ich merke es einfach mal an und vielleicht achtet ihr auch einfach mal drauf und sagt, boah, stimmt, hat er recht. Die KD war mir völlig egal. Ich hatte aber trotzdem Spaß am Spiel. Das ist so, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass manche Leute hier viel zu sehr unter Druck stellen und ihr euch gegenseitig viel zu sehr unter Druck stellt. Das habe ich manchmal das Gefühl. Ich möchte euch mit dieser Aktion eigentlich diesen Druck nehmen, dass ihr euch nicht gegenseitig aneinander aufhetzt.
ja, ich habe doch viel mehr Kills gemacht, guck mal, du kannst ja überhaupt nichts. Das ist Quatsch. Ich möchte euch diesen Druck von den Schultern nehmen. Hier, bei mir auf dem Kanal, seid ihr davon befreit. Ihr könnt Spaß am Gaming haben, ihr könnt Spaß am Erobern haben. Ihr müsst euch nicht beschimpfen lassen von irgendwelchen anderen Leuten. Ja, du hast ja gar keine Kills gemacht. Ihr könnt jetzt sagen, ja, guck mal, ich habe aber 7 oder 8 Flaggen oder 5 Flaggen erobert. Was hast du denn gemacht für uns? Für unser Team? Es ist ein Teamspiel, wenn wir zusammen spielen. Ja, das könnt ihr ab heute sagen den anderen Spielern. Wenn die euch irgendwelche anderen Sachen sagen, bitte lasst ihn. Ist egal. Er wird es dann weiter nicht lernen. Er wird sich auch nicht weiterentwickeln. Er wird auf diesem Standpunkt einfach bleiben. Ja, das ist mir wichtig, dass das ihr erkennt. Auch in Bezug auf Modern Warfare 3, wo es das Objective Gaming viel mehr zum Einsatz kommt und was wieder viel wichtiger wird. Und ihr werdet wahrscheinlich Dankeschön sagen, Dirty Ursel, dass du mich früh genug darauf gebracht hast, Objective zu spielen, weil ihr werdet einen klaren Vorteil in diesem neuen Spiel haben, weil ihr euch jetzt darüber Gedanken macht, was kann ich nehmen, welche Extras nehme ich, was nehme ich für Abschussserien, um mein Team zu unterstützen, was muss ich machen, um nicht sofort erschossen zu werden, zum Beispiel durch Granaten, Flak Jacket und sowas alles. Ihr fangt an, darüber nachzudenken. Und ihr werdet auch sehen, wenn ihr auch irgendwann mal mit mir zusammenspielt, dass es richtig Spaß macht. Und ihr werdet sehen, dass wir so gut wie kein Spiel verlieren werden. Nochmal zu der Aktion. Be Dirty, Be Objective. Wie gesagt, es sind noch Plätze frei. Ihr könnt euch weiterhin bewerben. Es ist, die Freundesliste ist noch nicht voll. Ich gucke mir weiterhin Gameplays an. Ich merke auch, dass ihr euch, seitdem ihr euch damit beschäftigt, die Gameplays besser werden. Dass ihr mehr Flaggen erobert, dass ihr euch spielerisch weiterentwickelt, das sehe ich auch. Und die Motivation dafür ist, einfach daran teilzunehmen. Wichtig nochmal für euch ist, jeder ist wichtig bei diesem Projekt. Der nicht in die Freundesliste kommt, ich muss es leider irgendwie lösen. Ich habe leider nur 100 Plätze frei und ich muss leider irgendwie eine Selektion machen, wie es auch jemand bei mir auf dem Kanal geschrieben hat. Ich würde liebend gern euch alle nehmen, aber ich muss irgendwo anfangen. Wichtig für euch ist zu wissen, dass jeder dabei wichtig ist, um bei dieser Aktion mitzumachen. Das ist ganz wichtig. Keiner hat versagt, der nicht in meiner Freundesliste ist, sondern jeder ist wichtig, der dort mitmacht. So, und deswegen kommen wir hier auch, das Spiel ist zu Ende. Mein Score, ich habe 7 erobert, 4 verteidigt, 24:10 ist herausgekommen, ist ganz ordentlich. In diesem Sinne, bleibt dirty und bis bald.